Ciao al Papa Ratzinger. Saluti da Rottenburg da noi italiani. Siamo con te. Siamo con te. Ich wünsche einfach nur dem Papst viel Glück und noch viel Gesundheit. Also ich wünsche ihm, dass er mit Gott eine gute Zwiesprache hat und dass er glücklich damit ist. Er soll die Liebe nicht vergessen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Ich wünsche dem Papst, dass er seinen Ruhestand in dem Sinne noch etwas genießen kann, beziehungsweise dass er einfach jetzt zur Ruhe kommt. Er war mal bei einem Gespräch, da hat er gesagt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Die anderen, die schwimmen dagegen. Und das hat mir also unheimlich gut gefallen, wo das da für sich herausgezogen hat. Weil das, finde ich, das spricht für ihn. Das ist ein guter Vergleich, den wir ja eigentlich immer brauchen in unserer Kirche. Schade, dass er abgedankt hat. Also es ist, stimmt einen schon ein bisschen traurig, ja. Zu diesem Punkt sagte der Papst, als er danach gefragt wurde, früher war ich strenger. Dann hat mich das Beispiel Christi gelehrt, großzügiger zu sein. In Fällen, in denen vielleicht kein reifer oder tiefer Glaube vorliegt, aber doch einen Schimmer von Suche, von Wunsch nach Einheit mit der Kirche, kann man auch großzügig mit der Spendung von Sakramenten sein. Ab diesem Zeitpunkt war mir klar, dass die Rigoristen sich nicht auf diesen Papst werden berufen dürfen. Ich möchte ihm einfach vergelt's Gott sagen für seine Väterlichkeit, die er ausgestrahlt hat, und für seine Liebe zur Kirche, die er allen Menschen vermittelt hat, für sein weites Herz und für seine vielen wegweisenden Worte, die er uns gegeben hat. Ich habe ihm begegnet, als er in Altötting war. Ja, aber nicht direkt, sondern an ein paar Meter gesehen. Ja. Lass ihn in den Tagen des Alters erfahren, dass du ihn begleitest in der Gemeinschaft der Gläubigen. Deiner ganzen Kirche aber gib Mut und Fantasie, um dir zu folgen. Was mir an ihm gefallen hat und was mir etwas gesagt hat, ist, dass er die Menschen zu Christus zurückführen wollte. Und ich denke, dass das in unserer heutigen Zeit sehr wichtig ist. Und auch seine Standfestigkeit. Ich möchte sagen, er hat klare Linien gezeigt. Wenn er auch nicht in allem dem Zeitgeist nachgerannt ist, beziehungsweise sich dem angepasst hat. Und ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ich habe Verständnis in dieser unruhigen Zeit, wenn der Mann in diesem Alter sagt, ich trete zurück. Ciao, Papa Ratzinger. Ciao.